Wenn du auch Sony ZV-1 Nutzer bist, dann sind hier 5 Accessoires für dich, für die Sony ZV-1, die du unbedingt kennen solltest. Das Allerwichtigste zuerst, wenn du eine Sony ZV-1 hast, wirst du schon vielleicht gemerkt haben, dass der Akku nicht lange hält und du bei durchgehender Aufnahme maximal 45 Minuten aufnehmen kannst. Aus diesem Grund habe ich hier mir schon mal 4 zusätzliche Batterien gekauft, wobei ich hier natürlich die Sony-Batterie habe, weil eine Hennel-Batterie ist in der Kamera. Das ist so eine Hennel-Batterie. Dann habe ich Ennegon-Batterien. Und ich sag's ehrlich, wenn du keine zusätzlichen Batterien für die Sony ZV-1 hast, wirst du schnell Probleme kriegen, leerer Akku und solche Dinge. Das zweite Accessoire, was du für deine Sony ZV-1 durchaus brauchen kannst, ist dieses einfache Ding, und zwar das ist ein Kamerakäfig von Ulanzi, und zwar heißt das UU Rig. Das braucht man nirgends festschrauben, das macht man steckt man einfach über dieses Objektivteil drüber, zieht es mit einer Schraube fest, und das Leibende dabei ist, dass man unten immer noch vollen Zugriff auf Batterie und Akku hat und jede Menge Anschlüsse. Das heißt, ich habe ganz oben einen 3/8 Zoll und 2 1/4 Zoll Anschlüsse. Ich habe unten 6 1/4 Zoll Anschlüsse. Ich habe auf der Seite 4 weitere 1/4 Zoll Anschlüsse. Ich habe seitlich einen Hot Shoe Mount. Ich habe oben den Hot Shoe Mount von der Kamera, den ich nutzen kann. Und ich habe unten noch einen Hot Shoe Mount. Ja, ein weiteres Accessoire, was ich dir empfehlen würde, ist das Manfrotto Pixie Mini Stativ. Das liebe ich deswegen so sehr, weil ich schnell aus dem quasi Handheld-Modus in einen Modus gehen kann, wo es steht. Und den Winkel, da brauche ich nicht blöd schrauben, sondern drücke ich einfach auf den Knopf und kann den Winkel der Kamera, die ich oben montiert ist, ganz schnell ändern. Dann habe ich hier auch ein Accessoire für die ZV-1, was du auch brauchen könntest. Und zwar handelt es sich hierbei um das Ulanzi WL1 Weitwinkelobjektiv. Ich finde, dass das Weitwinkelobjektiv ein absolutes Must-Have für die Sony ZV-1 ist. Das Rode VideoMic Go 2 ist das 5. Accessoire, was du unbedingt kennen solltest. Das interne Mikrofon von der Sony ZV-1 ist zwar gut, besser als das interne Mikrofon von manchen anderen Kameras, aber mit dem Mikrofon hast du einen noch viel klareren Sound. Um das zu beweisen, habe ich hier für dich 2 Testaufnahmen gemacht. So klingt das Sony interne 3-Kapsel-Mikrofon auf derselben Distanz. Und so klingt es, wenn das Rode VideoMic Go 2 direkt am Cage oder am Hot Shoe der Kamera angebracht ist, auf derselben Distanz. Das heißt, ich bin mehr als 2-mal das hier entfernt. Also fassen wir mal kurz zusammen. Die 5 wichtigsten Accessoires, die du für die Sony ZV-1 kennen solltest, sind Batterien, jede Menge Batterien, ein Kamerakäfig, um mehr Anschlüsse zu haben, das ganze Teil besser halten zu können, das Manfrotto Pixie Mini Stativ, das Ulanzi WL1 Weitwinkel- und Makroobjektiv und zu guter Letzt das neue Rode VideoMic Go 2 für einen absolut guten Sound. Ich hoffe, diese 5 Accessoires helfen dir weiter, wirklich qualitativ hochwertige Videos zu machen. Danke fürs Zusehen. Ciao.